Hallo, heute ist wieder Lou for you. Meine Mutter hat ein altes Video gefunden, wo ich und meine Schwester Schleim machen. Und es war ein mega Fail. So viel kann ich jetzt schon mal sagen. Aber seht selbst. Es ist, wie gesagt, schon mega alt. Aber let's go. Hallo, heute ist es wieder Lou for you. Heute mache ich mit euch Galaxy Slime aus Acrylfarben. Uhu. Und Glitzer. Ich habe jetzt leider nicht ganz so guten Glitzer bekommen, sondern diese Glitzerstifte. Aber ich hoffe, das geht auch. Und ihr braucht Waschmittel. Ja, Mittel. Genau. Und noch? Noch mehr. Und Waschmittel. Das auch. Diese Sache auch. Ja, wir haben jetzt solche kleinen Plastikteile, weil wir wussten nicht, ob das... Weil wir arbeiten ja mit Acrylfarbe. Wir wussten nicht, ob das irgendwelche Schäden oder so hinterlässt. Und deswegen machen wir es jetzt mit diesen Plastikdingern. Okay, als erstes brauchen wir den Uhu. Wow, ja toll! Danke. Ist super. Komm schon, Kleber, bitte. Bitte. Oh, Luisa. Bitte. Das reicht, glaube ich mal. Jetzt mache ich den Glitzer rein. Wow, wie Glitzer! Luisa. Glitzer, Glitzer. Glitzer muss, darf nicht fehlen. Bitte. Und ein Löffel? Ja, jetzt rühre ich das um. Drehen! Bitte auf! Mir ist das gerade eben da reingefallen, das Teil, und jetzt sieht das so lustig aus. Seht ihr das da, ist der Glitzer? Nein, nicht der Glitzer! Ich hole das mal weiter aus. Nein. Meiner ist jetzt pink, aber ich hoffe, ihr kriegt besser. Pink? Ja, pink. Oh, da will ich. Jetzt muss ich das noch nehmen. Und gebe da ungefähr 2 Tropfen hinzu. Das war zu viel. Jetzt wisst ihr, wie viel ihr nicht nehmen sollt. Und jetzt verrühre ich das noch. Immer alle. Ja. Hier raus. Waschmittel, ne? Ja, jetzt muss ich. Ich weiß nicht, wie man Waschmittel benutzt. Ich lebe in einer luxuriösen Welt. Ich weiß nicht, wie man Waschmittel verwendet. Ja, ich hoffe, das macht nichts aus, dass das gelb ist. Das Waschmittel, ich mach mal ein bisschen dazu. Rühr mal. Schön gut rühren. Aber das ist jetzt schon richtig schleimig. Ich will auch mal. Ja. Ja, Mann. Nee, oh, nicht schon. Das ist schon richtig schleimig. Och, bitte. Boah, das ist voll geil. Ist das nicht sehr? Ich glaube, dann muss ich noch ein ganz bisschen. Aber nur so ein bisschen so. Boah, das ist sau cool und schleimig. Wie Pizza. Wie kommst du jetzt auf die Pizza? Noch ein bisschen früher. Ich bin so ein luxuriöses Kind, das nicht weiß, wie man Waschmittel verwendet. Meine Mutter macht das immer. Normal verwendet man es zum Waschen und nicht um Slime zu machen. Ja, ich habe das heute auch zum ersten Mal. So, jetzt musst du das, glaube ich, so mit den Händen ein bisschen kneten, ne? Okay, soll ich noch eine Unterlage nehmen? Wäre vielleicht nicht schlecht. Moment. So. Jetzt muss ich das so lange in meinen Händen kneten, bis die Flüssigkeit rausgeht. Das wird eklig. Boah, das ist zu flüssig. Mach's zurück. Ja, wie denn? Ey, in die Schüssel! Mit der Hand! Nee, das, was du in der Hand hast! Also soll ich da drin? Ja, also wir haben jetzt mal Uhu dazu gemacht. Jetzt geht's, glaube ich, wieder ein wenig. Weil an meinen Händen ist das jetzt schon richtig schleimig geworden. Und jetzt knete ich mal ein bisschen da drin. Oh, dazu mach ich den Löffel raus.
Das zieht Fäden. Wie ist das hier? Das ist auch schon. Guck mal. Ich will aber nicht so machen. Ich will auch mal. Ja, aber irgendwas stimmt nicht. Wieso geht der hin? Ein bisschen Schleim ist schon, aber. Vielleicht war das Waschmittel nicht richtig. Oder zu viel? Viel. Irgendwas, das Wasser muss irgendwie raus. Vielleicht ist das so, wenn ich das länger in den Händen habe und so ein bisschen ripple, wird es schleimig. Slime. So, das ist ja toll! Nee, das ist auch. Gut. Das wird jetzt auch schon. Ja, man muss das einfach ein bisschen kneten. Und wie kriege ich das jetzt wieder ab? Gar nicht. Nie wieder. Ich habe das mich dann am Ende von meinen Händen so schrubben und dann habe ich meinen Slime. Oh, lieber. Ich bitte. Oh, guck mal. Sorry. So, und was mache ich jetzt damit? Es ist kein Slime geworden. Hände waschen. Also ich möchte gern Hände waschen. Ja. Wenn ich darf. Ich ja, darf. Oder soll ich es abkratzen? Warte mal. Ja, mit dem Löffel. Ja, genau. Ah, ja. Oh, mit dem Ring. Oder tust du auf die Unterlage oder so? Wieso auf die Unterlage? Weil das aber jetzt noch nass ist. Ah ja, das kann sich ja damit verbinden. Warum mache ich hier eigentlich was? So, ich dachte, du wärst interessiert. Ja, bin ich auch, aber irgendwie. Ich hasse es, sowas mit meiner Hände zuzusauen. Ich auch. Warum haben wir eigentlich keine Einweghandschuhe angezogen? Oh yeah, ja, das geht ganz gut damit. Dann ist es auch schon fast von der Konsistenz wie. Können wir uns auf einigen die anderen Farben nicht so machen? Aber dann haben wir gar keinen Slime mehr. Ah ja, guck doch mal. Die Hände abkratzen. Da, oh, ich hab's bei mir auch selbst gemacht. Oh, jetzt wird's. Mama! Ja. Ich will da aus. Oh ja, hier ist schon ein kleines Schleimböllchen. Ich versuch dir das einfach mal so von den Händen zu kriegen. Ich nicht. Ja, ist es. Extremst. Nägel. Ein Kaffee. Luisa. Das wird. Aber es ist eklig. Ja, die eklig. Gut erklärt, Mama. Ich dachte, du au. Ich zieh mir das jetzt von den Händen. Ja, das wird. Guck mal. Genau. Das zieht sich jetzt einfach ab. Das muss, glaube ich, ein bisschen antrocknen. Also, ob das lila noch von meinen Händen geht, guck dir mal das an. Sieht sehr ungesund aus. Als hätte ich Erfrierung. Ah, das, guck mal, wie cool. Oh, in the taste. Dann kann ich vielleicht das andere abmachen. Guck mal. Ist das? Da, mach's mal mit dem Backen. Ich muss mir das hier waschen, sonst werde ich wahnsinnig. Und außerdem kribbelt meine Nase. Die Hände waschen. Ja. Guck mal, Julina, ist hier. So richtig ganz schön. Aber die Farbe geht ab. Ui, Luisa, du bist auch was für dich da. Mit, du bist nicht so. Kein. Mache. Galaxy finde ich voll cool. So, da, da, da. Tada, meine Hände sind wieder sauber. Ganz ohne Schrubben. Ach, das noch ein bisschen. Nur mit Wasser. Und wie wird's? Gut. Gut. Und jetzt hat ich. Ja, Luisa will ja noch mehr Farben haben. Was habt ihr das alles umsonst gekauft? Ja.
langsam. Die hier. Sauberei. Ja, ich mach mal in das nächste schon mal ein bisschen Uhu rein. Der Kleber kann auch ein anderer Kleber sein. Muss ja nicht unbedingt sein. Nein. Oh, und ich presse mir hier mal einen ab. So. Wir mischen gerade so die zweite an. Und ich bin fast fertig. Immer gut, wenn man helfende Hände hat. Ja. Action. Hallo, ich bin gerade immer noch bei dem Pinken. Es wird, aber es läuft einfach nicht. Komm schon, das ist nicht ernst. Okay. Das Lilane ist schon richtig gut geworden. Lila? Wie man vielleicht erkennen kann, ist das Pink jetzt nicht ganz so gut im Moment noch. Aber das wird noch. Ich muss noch die Feuchtigkeit ausdrücken. Ja. Ja. Okay. Du musst nicht reden. Wir machen dann kein Blau mehr, oder? Nein. Doch. Nee, Sharina. Meine Hände sind schon ganz schrumpelig. Nein. Ich knete gerade noch ein bisschen das Pinke und dann werde ich es zusammen vermischen mit dem Lila. Nein. Ich drücke es noch einmal richtig aus. Dass es auch wirklich gut ist. Okay. Ist das? War das richtig cool? Nee. Nee? Okay. Das ist auch so nicht cool, weißt du? Und das? Das Leben geht nicht nur um Lenz. Wenn du zu viel knetest, dann ist zum Schluss eine Farbe. Bruder, nicht zusammen kneten, so ein bisschen verdrudeln. Sieht richtig cool aus. Da ist aber ein Knoten irgendwie in dem Pinken. Das ist vielleicht der, den ich dir eben gegeben habe. Nicht da drauf legen, das klebt doch fest, oder? Ist das nicht gut? Auch wenn ich am Ende noch nur noch eine Farbe habe, ist mir scheißegal. Na. Ich will auch mal. Vertrudel es mal schön, Mama. Jetzt fühlt es sich cool an und es glitzert so schön. Ergeben! Mal. Aber das. Diese eine pinke ist kaputt. Ich muss, wie bei den Haaren, muss ich den jetzt auflösen. Haare? Soll ich ihn wegwerfen? Willst du ihn rausholen? Und nein. Ich hab's geschafft. Nee. Sieht richtig cool aus. Nein! Kann ich machen. Ja, es hat eigentlich keinen richtigen Sinn. Man kann nichts damit machen, aber es sieht richtig cool aus und es hat Spaß gemacht, das zu machen. Hier stinkt's nach Klebstoff, das ist eine wahre Pracht hier drin. Ich weiß nicht, wo ich das hin tun soll. Ich glaube, das wird jetzt zu einer Farbe. Ich weiß, ich das Pink sieht man nicht mehr. Das ist schade. Was muss da auch in der lichtdichte Dose machen, dass es nicht austrocknet. Oder jetzt habe ich zu weit. Ist der Spaß jetzt schon vorbei? Oh nein! Nicht an. Und? Haben wir jetzt lila Boden? Ich mach's weg. Mein T-Shirt hat ein bisschen was abbekommen, aber meine Hose nicht. Das war's mit meinem Video und wir sehen uns dann wieder, wenn es heißt Lou for You.